is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die menschenleere Erde. Ich schaute das Land an. Siehe, es war wüst und öde. Und den Himmel, und er war finster. Ich sah die Berge an, und siehe, sie bebten. Und alle Hügel wankten. Ich sah, und siehe, da war kein Mensch, und alle Vögel unter dem Himmel waren weggeflogen. Bei der Wiederkunft Christi werden die Ungerechten von der ganzen Erdoberfläche ausgelöscht werden, verzehrt vom Hauch seines Mundes und vernichtet durch den Glanz seiner Herrlichkeit. Christus bringt sein Volk in die Stadt Gottes, und die Erde bleibt menschenleer zurück. Siehe, der Herr macht die Erde leer und wüst und wirft um, was auf ihr ist, und zerstreut ihre Bewohner. Die Erde wird leer und beraubt sein, denn der Herr hat solches geredet. Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund. Darum frisst der Fluch die Erde. Und büßen müssen, die darauf wohnen. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenig Leute übrig bleiben. Die ganze Erde sieht aus wie eine öde, trostlose Wüste. Die Ruinen der Städte und Dörfer, die beim Erdbeben zerstört wurden, entwurzelte Bäume, zerknüpfte Felsbrocken, die aus dem Meer oder aus der Erde geworfen wurden, sind über ihre Oberfläche zerstreut. Während große Krater die Stellen anzeigen, an denen Berge aus ihren Grundfesten gerissen wurden. Nun kommt es zu dem Ereignis, das im letzten feierlichen Dienst des Versöhnungstages vorgeschattet wurde. Wenn damals der Dienst im Allerheiligsten abgeschlossen war und die Sünden kraft des Blutes des Sündopfers aus dem Heiligtum entfernt worden waren, dann wurde der andere Ziegenbock lebendig vor den Herrn geführt. Vor der ganzen Gemeinde bekannte der Hohepriester über ihm alle Missetaten der Israeliten und alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben. Und soll sie den Bock auf den Kopf legen. Wenn also das Versöhnungswerk im himmlischen Heiligtum in Gegenwart Gottes und der himmlischen Engel und der Schar der Erlösten abgeschlossen sein wird, dann werden, ähnlich wie im Schattendienst, die Sünden des Gottesvolkes auf Satan gelegt. Er wird als schuldig erklärt. Er trägt die Schuld an allem Bösen, zu dem er sich verführt hat. The Lord is coming.